Herzlich willkommen, meine lieben Leute, zu einer neuen League of Legends Reaction. Es ist wieder soweit. Neuer League of Legends Cinematic bzw. von Wild Rift ist erschienen. Es geht um Warwick, einen alten Main-Champ von mir, den ich jetzt nicht mehr spiele, weil er nicht mehr so cool ist wie damals, aber doch irgendwie immer noch cool ist. Aber ich Camille hab. Was viel besser ist, ja. Auf jeden Fall. Trotz dessen hype mich natürlich so ein Video, ne? Nostalgie, Old Times. Und ja, mal gucken, was jetzt kommt. Vielleicht kommt ja was Cooles. Vielleicht kommt irgendwann auch irgendwas zu Camille mal raus. So, das Cinematic heißt Eye of the Beast. Macht natürlich Sinn. Warwick ist ein Beast. Like können wir schon mal geben. Wild Rift ist cool. Und was mich ja auch hypt, so Warwick wird ja auch in der zweiten Staffel von Arcane da sein. Deswegen bin ich umso mehr gespannt, was jetzt kommt. Das könnte alles hier noch Content zu Arcane werden oder ein Teil von Arcane sein. Daher bin ich gespannt. Let's go, let's watch it. Full build. Und go. Begin report on subject number 1088. Oh. The transformation is nearly complete. Ist das Sinch Stimme? Effects have been gruesome. Ja, seine Weh, wenn er blut riecht. Oh shit. Durch Sauen, ey. Oh, der Assassin Guy, der sich unsichtbar macht. A creature of pure instinct. Efficient. Unstoppable. Oh shit. Warte mal, der rote Faden kommt von ihr. Wird er sie jetzt auch umbringen? Oh. Vanda? And yet, part of the human creature remains. Oh. End report. Ja, hier, das eine Cinematic, das hier, glaube ich. So geht's einfach weiter. Ja. Crazy. Ja, die Cinematic ist schon alt, habe ich natürlich gesehen. Krass, das ist einfach die Fortführung. Aber das war grafisch wirklich nice gemacht. Ich meine, dieses neue Clip ist natürlich auch sehr nice. I see it! We're almost there, man! Let's go! Das war crazy, dass sie überlebt hätte, wäre das nicht passiert. Hätte sich nicht geschnitten. So, das haben wir gesehen. Jetzt nochmal. So ein bisschen.
effects have been. Mal gucken, ob seine Klauen auch hier so auf dem Boden so brennen, aber hier sieht man glaube ich nichts, ne? Naja. Das ist aber schon cool, dass er so beweglich ist. Of the human creature remains. Crazy. Und hier geht's aber weiter. End report. Gefällt mir sehr. Finde ich nice, dass Warwick sowas bekommt, ne? Und dass sie natürlich Human Form und so, also dass er ein Human Mind und sowas hat. Dass er Human ist, ist ja auch alles, ne? So eine Referenz an Bander von Arcane. Deswegen kommt das auch, glaube ich, zeitlich recht gut. Ich meine, Arcane wird jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre dauern. Man weiß nicht ganz genau, wie lange, ne? Ist ja kein Datum angegeben. Aber kann natürlich nicht schaden, weil Season 2 ist confirmed mit Warwick. Ein paar Referenzen wären schon nice, ja. Und wie wir sehen, kommen sie. Daher, mir hat das Video sehr gefallen. Bin gehypt. Ich hoffe, Camille bekommt auch mal ein bisschen Liebe von Riot Games. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Abo, ein Kommi. Pass auf dich auf. Riding high, my slides are shot. Metaverse.